Wir erinnern uns noch mal kurz ans Belichtungsdreieck. Wie stelle ich jetzt ganz praktisch gesehen an meiner Fuji-Kamera Blende, Belichtungszeit und ISO-Werte ein? Die Objektive unserer Kameras verfügen über einen Blendenring. Wie bei der guten alten analogen Kamera, durch den Drehring vorne am Objektiv kann ich meine Blendenwerte einstellen. Entweder die Blendenzahl ist direkt unterhalb des Blendenrings zu sehen oder wie in diesem Beispiel hier bei dem 18 bis 55 mm Zoom-Objektiv sehe ich den eingestellten Blendenwert direkt im Sucher oder im Display. Die Verschlusszeit wird eingestellt über das Einstellrad rechts vom Sucher. Hier sehen wir Verschlusszeiten von einer 1/8 Sekunde bis zu einer Sekunde. Über die Einstellung T habe ich die Möglichkeit, noch längere Verschlusszeiten als eine Sekunde einzustellen. In dem Fall dann einfach durch Drehen am vorderen Daumenrad. Ich zeige das einmal hier kurz an der Kamera. Ich gehe auf T und drehe dann hier entsprechend an dem vorderen Rädchen. B, im Englischen für Bulb, ermöglicht es mir, eine Langzeitbelichtung zu tätigen, die deutlich über 30 Sekunden hinausgeht. 30 Sekunden waren hier das Limit bei der T-Einstellung. Habe ich zum Beispiel vor, nachts den Sternenhimmel zu fotografieren und ich möchte den Verschluss wirklich minutenlang offen halten, kann ich das über die B-Einstellung realisieren. Bedeutet praktisch gesprochen, ich würde in dem Fall die Kamera auf einem Stativ montieren, einen Kabelfernauslöser oder auch einen Drahtauslöser benutzen und in dem Fall dann wirklich extern die Zeit stoppen und einfach wissen, solange ich den Auslöser gedrückt halte, bleibt der Verschluss offen. Auf das kleine A kommen wir sofort zu sprechen. Wer vorhin aufgepasst hat, wird auch sehen, auch die Blendenradeinstellung ermöglicht es mir, von Blendenwert auf die Automatik zu gehen. Kommen wir sofort darauf zu sprechen. Den ISO-Wert stellen wir ein über das dritte Einstellrädchen hier. In dem Fall auch hier niedrige ISO-Werte beginnen hier bei typischerweise 160 oder 200, gehen dann rauf bis auf 12.800. Wobei ich sowohl ans niedrige Ende als auch ans hohe Ende durch die L- und die H-Einstellung auf jeweils einen Blendenwert niedriger oder noch ein bis zwei Blendenwerte höher gehen kann in der Belichtung. In dem Fall jetzt hier könnte ich von ISO 200 auf ISO 100 heruntergehen oder im Fall von einer wirklichen dunklen Arbeitsumgebung auf ISO 25.000 oder sogar ISO 50.000. Bei Kameramodellen wie zum Beispiel der X-T4 oder der X-T3 haben wir halt quasi wirklich das komplette Belichtungsdreieck auf manuellen Einstellrädern direkt an der Kamera. Schauen wir uns kurz die Kameramodelle XS10, XE4 und XT30 an. Bei der XS10 hat die Kamera hier oben direkt die ISO-Taste. Ein Druck auf die ISO-Taste. Ich bin im ISO-Auswahlmenü und kann jetzt mit Hilfe des Joysticks den gewünschten ISO-Wert einstellen. Auch hier zur Erinnerung, keine Bestätigung notwendig. Ich stelle den gewünschten Wert ein und kann sofort fotografieren. XE4 und XT30 erlauben mir die Einstellung des ISO-Werts über das Quick-Menü. Das heißt, ein kurzer Druck auf die Q-Taste. Ich bin im Quick-Menü drin und kann jetzt hier mit dem Joystick wiederum das Feld ISO-Werte auswählen und dann mit dem vorderen Drehrädchen, wir erinnern uns, das vordere Drehrädchen, hier jetzt den gewünschten ISO-Wert einstellen. Genau gleich bei der XT30, ein Druck auf die Q-Taste, Quick-Menü und im Prinzip hier verändern der Parameter. Sprechen wir über das letzte manuelle Einstellrädchen an den Kameras. Dies ist für alle Fuji-Kameras identisch. Ich habe ganz rechts außen mein Belichtungskorrekturrad, das mir erlaubt, die Belichtung in den Plus- oder in den Minusbereich zu variieren. Ganz einfach zu merken, Pluswerte ergeben eine hellere Belichtung, dunklere Werte über die Einstellung in den Minusbereich. Über C habe ich die Möglichkeit, noch über die hier Plus-Minus-3 Blendenwerte hinaus auf bis zu Plus-Minus-5 Blendenwerte zu korrigieren. Dies ist speziell vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen Landschaftsfotograf von Ihnen, der schon beim Aufnehmen den Plan hat, später sehr helle und sehr dunkle Aufnahmen zu kombinieren, um so zum Beispiel eine Aufnahme mit extrem hohem Kontrastumfang in einer zusammengebauten Aufnahme einfangen zu können. Das Belichtungskorrekturrad hat aber aus meiner Sicht noch eine ganz andere wichtige Aufgabe.
Nämlich, wir arbeiten hier bekanntermaßen mit einer spiegellosen Systemkamera. Bedeutet, ich sehe sofort beim Blick durch den Sucher oder aufs Display die finale Belichtung meiner Aufnahme, noch bevor ich den Auslöser gedrückt habe. Bedeutet praktisch gesprochen, ich habe die Kamera am Auge. Man kann im Prinzip schon im Sucher erkennen, ich bin zum Beispiel noch etwas zu dunkel, möchte die Aufnahme etwas überbelichten. Das heißt, ich behalte die Kamera am Auge, drehe jetzt hier im Prinzip oben das Belichtungskorrekturrad, schieße meine Aufnahme. Das geht nachher mit ein bisschen Übung sehr, sehr schnell. Nächster Punkt wäre natürlich die verschiedenen Aufnahmemodi. Sprich, möchte ich in der Einzelaufnahme, im Einzelaufnahmemodus arbeiten oder eben eine Serie schießen, und zwar in verschiedenen Geschwindigkeiten. Dazu verfügt die X-T3 und die X-T4 über einen kleinen Schiebeschalter unterhalb des ISO-Rades, den ich hier im Endeffekt bewegen kann und jetzt hier springe von der Einzelaufnahme, S für Single Shot Einzelaufnahme. Jetzt kommt als nächstes CL, im Englischen für Continuous Low Speed, eine langsame Serie, und dann Continuous High Speed, schnelle Serie, sowie Bracketing Advanced Filter. Hierbei handelt es sich um verschiedene vorgegebene Farbfilter, die ich direkt auf meine JPEG-Aufnahme anwenden kann, sowie den Panorama-Modus. Springen wir an der Stelle nochmal auf XE4, XT30 und XS10 zurück. In dem Fall erfolgt die Einstellung über die Drive-Taste. Zum Beispiel hier am Beispiel der XE4. Wie hier zu sehen, direkt neben Sucher die Drive-Taste. Einmal ein Druck auf die Drive-Taste und jetzt habe ich im Endeffekt genau die gleichen Auswahlmöglichkeiten, die wir gerade an der X-T3, X-T4 besprochen hatten. Einzelaufnahme, langsame Serie, schnelle Serie sowie diverse Aufnahmeserien, die sogenannten Bracket-Modi. Gehen wir sofort im Detail nochmal drauf ein. Ich wollte hier am Anfang erst nochmal zeigen, wie stelle ich diese verschiedenen Aufnahmeparameter überhaupt ein. Ist hier identisch bei der X-T30, im Prinzip auch die Drive-Taste, genau wie bei der X-S10 ebenso. Hier ganz außen, in dem Fall das Symbol, das hier mehrere übereinander gelegte Kamerasymbole darstellen soll. Hier ein Druck auf die Aufnahmetaste hier drüben. Und ich bin im Endeffekt wieder in dem gleichen Menüpunkt drin, den ich gerade eben gezeigt hatte.